Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganjin. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einer weiteren Folge von The World of Tanks Blitz. Ja, das ist halt nur, wie gesagt, mein Sammelaccount und damit mache ich nur Videos. Heißt, ich zocke nicht großartig oder ich streame nur mit dem Account, also ist halt nicht so mein Zocker-Account oder so. Mein Zocker-Account ist halt normal WoT-Account und ich habe auch einen Kommentar von Luca Holnick. Cooles Video, fährst du mal den Lopus? Ja, den fahren wir mal heute. Nur zwei Runden heute. Aber da siehst du schon mal, wie der Panzer ist. Genau. Dann hoffe ich, dass wir auch gute Matches haben. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass die Matches gut sind. Ja. Und ja, wie gefällt euch das neue Mikrofon? Also ich finde es irgendwie echt gut. Also man hört kein Rauschen mehr, nichts. Ich finde es eigentlich so gut. Ich habe nur noch so ein Ding, was man so, also wo ich so aufhängen kann, so oben, so dass es von oben ist, dass es dann noch besser ist. Wenn das dann nicht links von mir ist, sondern genau in der Mitte, dann wird es noch besser sein. Dann nochmal so ein Filter oder keine Ahnung, was es noch gibt. Es gibt da viele Sachen, die man da dran machen kann. Überlegen, vielleicht direkt dahin zu fahren. Weil Siegeschance ist auch sehr, sehr krass gesunken von 67% auf 63%, glaube ich. Ja, einmal liegt es auch dran, weil ich auf Ding gezockt habe, auf dem Handy, das Spiel. Anscheinend fährt hier niemand hin. Das ist sehr, sehr gut für uns. Ja, ich bin jetzt gespottet. Mal sehen, ob hier irgendjemand ist. Sieht sogar sehr, sehr gut für uns aus. War sehr, sehr gut. Anstatt dass die anderen mal mit mir mit vorfahren. Und naja, die wollen halt nicht. Ist jetzt auch nicht so schlimm oder so wild. Ich komme jetzt halt jetzt von hinten. Und das sieht jetzt nach einer Niederlage aus. Okay, von links, alles klar. Wieder gespottet, alles klar, läuft. Ich weiß ja gar nicht, wo die Gegner sind, das ist halt das Problem. Da ist halt, da sind die Gegner. Ah, ich werde wieder angedamaged, ich sehe nichts. Okay, irgendein Autoloader. Sind IMX Autoloader. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel Leben verloren. Oh fuck, das wollte ich gar nicht. Da ist schon mal E-Mail von meiner Fresse, alles klar, läuft. Ah, der campt, der verkämpft sich da die ganze Zeit. Oh mein Gott. Okay, ist auch ein Scharfschütze. Was soll man denn da jetzt erwarten? Ich hoffe, dass ich ihn jetzt getroffen habe. Ja, wir haben sowieso jetzt verloren. Das haben wir sowas von verloren. Leider. Und jetzt gar keine Chancen mehr. Irgendwas irgendwie zu gewinnen. Ja, immerhin noch 458 Damage. Er kommt nicht durch. Sehr gut. Boah, der schießt aber ziemlich schnell. Ja, wow.
Er schießt wahrscheinlich jetzt Gold. Ah, jetzt habe ich alles umsonst das eine Ding da geheilt. Ihr könnt es auch natürlich unten in den Kommentaren schreiben, welchen Panzer ihr bei der nächsten Folge sehen wollt. Ich werde auch die Panzer unten in der Beschreibung auch reintun. Da könnt ihr sehen, welche Panzer ich habe. Und dann auf geht's zum. So, das können wir kombinieren. Das können wir dann auch kombinieren. Das können wir kombinieren. Das können wir kombinieren. So, wir können das meiste kombinieren. Je mehr wir haben, desto besser. Wir haben jetzt 200 davon, 500, 700 davon, 24, 89. Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Man kann sogar jetzt einen neuen 8er sich sogar bald holen. Kann man sich ja spielen. Mal sehen, ob ich ihn mir spielen kann. Weil ich diesen Monat nichts mehr ausgeben möchte an Geld für Spiele. Bin ich mal gespannt, ob ich schaffe, das mir zu erspielen. Eventuell machen wir das sogar im Stream. Aber das müssen wir mal gucken. Der Lob ist auch so ein komischer Panzer, man sieht, der sieht, der ist sehr, sehr komisch. Aber naja, so ist halt der Panzer, so ist denn der halt. Alle nach noch 15 Sekunden, wow. Ist überhaupt nicht viel, 15 Sekunden nachladen. Egal, ich habe gerade sowieso voll die Scheiße. Ja, ist gut. Ich habe auch das Gefühl, dass der Panzer auch gar nichts tanken kann. Komm, zeig dir das seitliche Turm. Alles klar, Panzerung nicht durchschlagen. Alles klar, läuft bei dir spielen. Irgendwas ist hinter mir. Keiner hilft mir, das ist so eine Scheiße, Mann. Ey, das ist richtige Scheiße gerade. Ja, wow, wieder so Loser-Team, da kann man sich doch nur noch aufregen. Ja, wir machen noch ein drittes Match, weil so kann ich das ja nicht stehen lassen, dass wir gerade so krass verloren haben. Ja, wir machen noch ein Panzer auf, was ich Bock habe. Ich hätte Bock auf ein. Mal kurz suchen. Habe ich ihn überhaupt gekauft? War das der? Nee, nee. Das war ein deutscher Panzer. Da. Der war das. Stufe 2 der Premium Panzer, da heißt kleine Maus. Kann ich euch kurz zeigen. Ich glaube, das war sogar der Panzer. Wenn nicht. Komm schon, zeig mir die Angebote. Hier. Mini Maus, genau, Stufe 2. Ich wollte mal das hier holen. Noch 15 Stunden und das. Aber naja. Das Spiel wird es mir halt nicht gönnen. Ist halt so. Ich darf irgendwie nicht kaufen. Sagt das Spiel. Oh, 2-1er Match. Mal sehen. Ich glaube, der ladet doch ziemlich lange nach. Ich glaube, 10 Sekunden oder so. Ich glaube, das ist aber keine Scout, oder? Ich glaube, das ist sogar ein mittlerer Panzer. Komma 4 Sekunden. Das ist sogar ziemlich klein. Ach so, kleine Maus, ja. Gibt es natürlich sozusagen die große Maus, die heiße Maus und die kleine Maus. Alles klar. Zum Beispiel in normalen Biotech ist zum Beispiel hier alles anders. Hier ist alles flach. Hier gibt es keinen Hügel, gar nichts mehr. Hier gibt es irgendwie so eine Ritterburg. Das alles ist eine Ritterburg. Ist aber ziemlich komisch, die Map. Als Ritterburg zu machen.
Sollte müssen bei mir nicht so leicht durchkommen. So, mal sehen. Also der Band ist gut, da kann ich zumindest tanken. Ja, der andere oben, der campt da. Schießen jetzt natürlich jetzt mit Heil. Da oben muss natürlich hier campen, wie eine Schlampe. Digga, warum? Nein! Ich hätte die so alle vernichten können. Nein! Digga, warum komme ich auf einmal nicht durch? Hä? Alles klar, läuft. Naja, ist egal. Wir haben zumindest ein bisschen gerissen. Drei Kills. Wir hätten sogar alle noch killen können. Alle Gegner. Schade, schade. Das waren voll die Noobs. Totale Noobs alle hier. Aber der Typ da oben, der campt einfach. Der könnte sogar noch alle killen, also. Mal sehen. Okay, so. So, wo ist denn der letzte hier? Okay, jetzt haben wir verloren. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unten in den Kommentaren, unten in der Beschreibung stehen die Panzer, die ich derzeit hier im WoT besitze. Ich muss doch den noch dazu tun und dann noch einen anderen. Ich weiß aber nicht, ja genau, noch zwei andere. Ja, viel Spaß beim Zocken, lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.